So, Observations of an Immortal, a doomed scholar's account of discourse with the undead. So, wie mache ich das jetzt? Das werfe ich weg. Das brauche ich nicht. Ha. Das behalte ich, das werfe ich weg. Draconic Evolution. Das werfen wir weg, das werfen wir weg. Zombie-Kopf brauche ich auch nicht. Habe ich noch zwei Sachen. Hattet ihr jetzt mal die Schnauze hier, ey? So, hier haben wir einen Railcraft Fuzzi. Eine Steam Engine, wir haben eine Rolling Machine. Hier sind einfach Schienen drin ohne Ende. Ist eine Villager da. Wooden TNT Card, ist ja geil. Doof ist nur, ich bin voll. Dann ja. Fliege ich mal nach Hause, ganz kurz. Machen wir das mal so. Auch wenn das jetzt einen kleinen Moment dauert. Ich hätte die Geisterrüstung. Oder ich weiß nicht, ob die Draconic oder die Wyvern besser ist. Das kann ich dir nicht sagen, das müsste. Aber ich weiß, wie man keinen Erweckt Draconium Ingot herstellt, von daher. Tja, dann hast du wohl verkackt, was? Bisschen? Ein kleines Bisschen, ja. Was ist das eigentlich für ein Wald? Magical Forest ist ja cool. Ein Wald, der dich tötet. Dann bleibe ich mal hier im Magical Forest und schaue mich mal um. Im Magical Forest war doch irgendwas Schönes, was man finden konnte. Tun die Rüstung dir weg und laden wir die Rüstung auf und dann haben wir die beste Rüstung. Oder eine der besten. Die schaut grün aus. Wie ein Krokodil. Bitte, was ist das für eine geile Rüstung? Hab ich erfunden. Ich bin damit ja... Wow. Ich bin damit keine Ahnung wie viel Jumpus. Okay. Dadurch laggt es ja schon bei mir. Heftig. Da unten haben wir Eukalyptus. Hatte ich das schon erforscht? Ja. Nehme alles mit, was ich mitnehmen kann. Aber dieser Berg ist echt cool. Schon ganz gut, dass ich den unter Naturschutz gemacht habe. Sonst hätte ich ihn gekauft. Hätte ich irgendwas drauf gebaut. Vielleicht verkaufe ich den ja für 1 Million Diamanten. Eigentlich. Challenge accepted. Ich habe noch 125. Tja. So, aber das Grundstück hier muss ich mal überlegen, ob ich das ja vielleicht mal verkaufe hier. Das ist ja eigentlich relativ cool. Vor allem der Baum da ist witzig. Als ich hier das letzte Mal war, konnte ich das alles noch nicht erforschen. Weil ich da noch einfach viel zu dumm war. So, hier wohnt glaube ich der Hans-Peter Wurscht. Oder der Lennart, ich weiß es nicht. Den Namen genial. Ich auch. Also, wer sich den Namen einfallen lässt. Ich finde den echt cool, also. Kauft jetzt mir mein zweiter Ender Kirby, damit ich noch mehr Erze habe. Schaut mal bei dem vorbei. Bringt's eigentlich eine zweite Ender Kirby? Weiß ich nicht. Wenn beide gleichzeitig laufen, dann schon. Wenn du. Ja, yeah, das meine ich ja. Ich baue mir ja gerade noch eine. Kommt nur drauf an, wie das mit dem Strom dann ist. Genug. Ja, dann kann's dir egal sein, du Noob. Du jetzt auf einmal nu. Weiß ja nicht, das ist mir zu dein Titel. Ja. Gut zu wissen. Na, ich hab Magic Wood von Kinderchristlich für den Reaktor bekommen. So, Thermonomicon, wir haben hier noch ein Mighty Smelting. Was ist das hier so? Observations of an Immortal, a doomed scholar's account of discourse
with the undead. Achso. It is with some reluctance I commit these observations to paper, for what I have witnessed is not for the weak of mind. Instead, take my words as warning. He was reminiscing oder sowas over dinner this evening about his birth, a demonic pact of sorts. And then Multi-Demon Hunter killed all the demons and you have to subscribe to him or he will kill you. Das ist der Slow Bücher. And painful. So. Gut, dann haben wir noch Bücher. Wir haben eine Rolling Machine. Ich feier das. Ich muss mal gucken, ich stelle uns die erstmal irgendwo hin. Wie ist das eigentlich? Zieht eine Rolling Machine immer noch den ganzen Strom? Weiß ich nicht, ich kenne mich mit dem nicht aus. Der einzige Versuch, den man dafür machen kann, ist, wenn man das Kabel einmal kappt. Weißt du, wenn der jetzt Strom verliert, dann wissen wir, okay, ist nicht mehr so. Früher war das ja so, dass du das Strom verloren hast über die Zeit. Immer noch voll, ne? Ja, gut, dann ist das nicht mehr so. Jetzt können wir nämlich auch die Rolling Machine hier am Boden einfach mit benutzen, wenn man Maschinen machen möchte. Wir haben auch eine Steam Engine, wobei die nicht viel bringt im Vergleich zum Reaktor. Da braucht man schon ein paar tausend von den Dingern. Die machen 20 RF pro Tick. 20 ist ja niedlich. Ja. Könnte man ja mal für irgendwas nebenbei benutzen, wenn man irgendwas extra... Jetzt habe ich's gemacht, ich habe meine Lava-Generatoren und eine eigene Lava-Pumpe jetzt. Weil die andere leer ist. Ich glaube, ich habe gerade den Fall... Nee, hat funktioniert, lol. Warum... Hä? Das... What? Ich glaube, das ist etwas verbuggt. Ist ein Schilder verbuggt? Ah, jetzt geht's. Bin ich jetzt hier unten oder nicht? So. Na toll. Lass uns mal kurz gucken. Okay, mit Linksklick muss ich da jetzt wieder zurück. Also können wir da gleich wieder hinfliegen, ist ja behindert. Ist ja behindert, so. Rest Raw Pork Chop wird gleich verarbeitet. Wenn der Ofen mal fertig wird. Da habe ich noch irgendwo einen Ofen? Nee, ne? Dann packe ich das mal hier. Haben wir uns noch eine Ender Chest und dann gibt es viele Tesserakte. Gut, das können wir nicht erforschen. Ich brauche, glaube ich, eine Truhe. Machen wir mal eine Doppeltruhe. Und die kommt erstmal irgendwo hin, wo es passt. Was wäre, wenn das ist ein Dreierding, das passt natürlich wieder gar nicht. Das ist ein Einerding, das passt auch wieder gar nicht. Was, wenn ich das hier mache? Dann habe ich zwar wieder dieses Wasserding nicht. Aber YOLO! So, Stack Limestone. Brauchst du noch bessere Reaktorkühlung? Ja, ich mach noch Enderzeugs. Ja, davon habe ich ja noch 66 einmal. Ja, mal schauen. Ich möchte, wie gesagt, auch mal ein bisschen selber was schaffen. Wo hast du eine Partlegern her? Netherstern? Kann man die craften? Ja, natürlich. Du musst aufpassen, dass du das richtige Rezept anguckst. Es gibt eins, das wird dir nicht angezeigt, und es gibt eins, das geht. Es wird gar kein Angezeigt. Du musst diese blaue Normal angucken. Die Default Portal Gun. Ah. Warte, wenn du... Nein, ich habe keine Adaptive Normal. Nicht mehr. Ich hätte... Ah ne, das sind nur noch 6 Ender Pearl Dust. Aber Ender Pearl Dust ist mal eben schnell gemacht. Ja, davon habe ich was. Ich hab mir den letztens versehentlich gemacht mit Dingsens.
Alter, die Rüstung ist so heftig. Jo, dann viel Spaß damit. Ja, schön PvP-Event damit. Ich glaube nicht, dass wir die zulassen. Oder vielleicht doch. Keiner weiß, wie OP die ist, und daher kann ich schon wegspringen damit. Was dann? Dann nehme ich die aber auch, ne? Dann brauchst du die erstmal. Kostet Draconium und 4 Nether-Sterne. Challenge accepted. Und Diamanten. So, dann ist hier der Boden. Sprich, ich muss das hier alles aufreißen. Ich habe schon wieder Salz bekommen. Bin ich cool oder bin ich cool? Und Diorit. Vorsicht. Pass auf, was du tust, Diorit. Ich hab dich im Auge. Ich hab dich sogar in beiden Augen. Netherstar Block. Lol. Wenn man sonst keine Hobbys hat. Ja. Gut, wenn man sich ein paar von den Dingern klatscht. Dann kann man eigentlich. Wie ist das eigentlich, wenn ich einen Wither-Boss mit einem Autospawner spawnen will? Es geht nicht. Oh, okay. Genauso wie Eisengolems, die nicht gehen. Wie ist das, wenn ich einen Grinder hinstelle? Wie viel zieht der Grinder einem Wither-Boss? Ich glaube eher, der Wither-Boss fliegt weg. Was, wenn ich den Wither-Boss einbaue? Kommt doch an mit was. Ist mir egal, es ist doch Mobgriffing aus in der Oberwelt, oder nicht? Ja, eigentlich ja schon. Bedeutet, der dürfte ja eigentlich nichts kaputt machen. Ja, aber normal. Ich würde es nicht testen. Challenge X. Aber wenn dann schon so in deinem Keller, neben dem Reaktor, dann macht er den Reaktor. Und dann lach ich dich aus. Okay. Ich schieb mir einfach den neuen, ne? Was? Ich darf das. Wollt ihr am Cheaten? Also ich mag das coole Idee hier am Spawn, muss ich mir kein eigenes bauen. Lagine. Marku ist auch gerade da. Der olle Marku. Was mir Tinkers Construct-Werkzeuge. Bau dir doch selber. Ich hab keinen Bock, dieses Farmen zu gehen. Was brauchst du denn? Spitzhacke, Schaufel. Ja, aber woraus? Ja, Quad. Ich hab aber keins mehr. Ja, das ist das Problem, das könnte ich mir selbst bauen. Das ist ein guter Stoff, den man im Shop verkaufen könnte eigentlich, weißt du? Das braucht jeder mal. Genau. Da kann jeder mal mit anfangen. Vielleicht mach ich das ja mal. Ob ich jetzt noch eine Quarry aufstellen soll oder nicht? Keine Ahnung. Ich auch nicht. Ich glaube, ich stelle die morgen auf. So. Marku ist weg. Gut. Boah, ich könnte den Server damit voll zum Absturz bringen. Dann hast du ein kleines Problem. Nein, mit der Rüstung. Klingt einfach ganz schnell durchs Deep Dark. Dann hasse ich dich. Und dann immer, wenn wir drauf ist, mach ich das. Und dann bist du lange nicht mehr auf dem Server. Dann fliege immer alle vom Server. Und das berührt dich nicht, solange ich nicht wieder raus bin. Und was, wenn ich dich dann banne? Ich habe nichts falsch, ich habe nichts Verbotenes gemacht. Ich werde das von nun an verbieten. Meine Query kann ich ja 1000x1000 aufstellen. Okay, jetzt weiß ich, was für neue Regeln. Das größte ist ja 1000x1000, glaube ich. Weil die meisten sind jetzt, glaube ich, die größten sind, glaube ich, 300 oder 400x400. Ich hab zu viel mal bisschen. So. Jetzt müssen wir das natürlich noch verschönern. Frage ist, ich guck mal eben ganz kurz. Add Carp Pentas Blocks. Hardened Clay. Ah. Hallo. Du bist wieder in der Aufnahme. Oh, geiler Scheiß. Chrissy, hast du kurz Zeit? Ja, wegen was denn?
Der Dreddos hat eine Frage. Ruf ihn mal rein, ist das okay? Nein, wer hat eine Frage? Ich mach's trotzdem. Ja. Maddox, stell deine Frage. Hier und jetzt. Ja, so. Warte, erst mal leise. Warte mal. Jetzt. So, Face. Moment mal. So. Ich kann mal kurz in meinem Typ geschlossen, das ist auch nicht richtig. Ich brauche meinen Tastenprobe für den Big Creator. Wieso machst du es mit Big wieso machst du es mit Computercraft? Gib mit Redneck Controllern genauso. Ja, Money Pickaxe hat das gesagt. Ja. Sagen wir es mal anders. Ich kann es mit einem Redneck Controller genauso und damit geht's wieder einfacher. Ja, das habe ich auch schon gemerkt, weil man nicht genau davon habe ich keine Ahnung. Und ich habe eben Facebook Code bei Google gesucht, aber da ist nur der letzte Rotz und irgendwie zeigt das noch ein Bau dir ein Redneck Reactor Redneck Port, ein Programmable Redneck Controller anstelle des einfach ich sag später. Und damit geht alles super einfach. Produziert Anna. Dann nur, wenn du brauchst. Bist du schwanger? ja. Hatte ich nicht Leben eingesammelt vorhin? Ja? Ja. Nö. Verlängerung? Ja? Hört auf Fußball zu schauen. Das heißt jetzt Verlängerung, ja? Hört auf Fußball zu schauen. Fußball. Nein, Mann. Hallo, ich hasse nur mal Fußball, aber Hamburg darf nicht absteigen. Doch, was? Natürlich! Ja, ey, Hamburg darf erst recht absteigen. Ah, die Schnauze, da haben wir sie, Hamburg habe ich was. Yeah. Hamburg darf nicht absteigen. Oh toll, jetzt ist hier ein scheiß Creeper explodiert oder was? Okay, Moment, ich muss einfach kurz zu meinem anderen. Weiß nicht, was ich baue, was ich bauen soll. Ein Tunnel. Ich kann auch mal spawnen schauen, ob da dieses Drakonik Herz liegt. Das ist ins Portal gefallen. Nein, das spawnt immer am Spawn. Nein. Jo, weil das in der Luft nicht einsammeln kann. Ja, aber es fällt runter und fällt ja, in die normale Welt. Ja. Du kannst natürlich auch eine Plattform über das Portal machen, wenn ja, mach ich aber nicht. Wenn du beides spawnen willst, dann hast du. Das. Mann, ich mag eine neue Rüstung, die ist so stark. Welche hast du? Die Wyvern. Ja, die ist. Okay. Ich hab mir jetzt erst dieses komische Schwert da Sword of Iron gemacht, das geht auch nicht ab. Ich denke, ich hab das Gefühl, das wird immer stärker. Sound muted. Microphone muted. So. Das ging mir jetzt ein bisschen auf den Sack. See you soon. So. Hä? Achso, das war jetzt du. Okay, ja. So ein bisschen den ganzen Smalltalk mal entgehen hier, das ist regt ja auf, ey. Ich möchte mich auch mal ein bisschen hier erzählen, was ich hier überhaupt vorhab gerade. Brauchen wir Algen? Nee, weg damit. Nämlich wollen wir ja den Lehm jetzt mal einsammeln und dann mache ich mal Hardened Clay. Und mit dem Hardened Clay werden wir jetzt gleich diese Tiles machen. Ich habe keine Ahnung, ob die Leute das kennen. Wer sich an sich mit Carpenter's Block nicht so gut auskennt oder zumindest mal was reinschauen möchte, der Torgix hat ein geiles Tutorial gemacht. Unbedingt mal bei den Torgix vorbeischauen. Ja, wer, der Einzige, der hier drauf ist, ist DJ Chris. Jetzt. Ich glaube, entweder ist es der Server oder mein Internet. Ich glaube aber, der Server ist gerade ein bisschen am Abkacken. Ja, ich glaube, so langsam ist spürbar, dass hier ein paar mehr Spieler sind. Und nachdem DJ Chris geleftet ist, ging's auf einmal. Ist ja witzig. DJ, das geht ja wohl gar nicht. So, wir wollen Hardened Clay machen. Das machen wir folgendermaßen, indem wir das hier einmal so machen und das hier. Und ich hoffe, dass das jetzt teilbar war. Ja, genau. So, jetzt haben wir so viel Zeugs. Kommt hier rein. Oh, und ich sehe gerade, wir können wieder ein bisschen Feuersteine nehmen.
Und das Ding mal wieder füllen. Wir wollen ja, dass wir immer schön das Maximalste rausholen. So, und unser Ding macht uns jetzt hier Hardened Clay. Ich nehme mir mal 6. Damit ich das einmal kurz zeigen kann. Und dann noch 2. Jetzt haben wir schon 24, also man braucht gar nicht so viel. Und dann würde man sich zum Beispiel hier... Wie macht man sich die Table? Einen ganz normalen Oak. Sacred Oak. 2 Oak und 3 Oak Tap. Okay. Also machen wir uns mal eben... Das ist teilbar durch 3, ne? Ja. Hauen wir mal schön auf den Putz, ne? Bam! Haben wir schon ein paar im Inventar. Und dann würde man sich die zum Beispiel hier hinstellen. Weißt du, da haben wir jetzt hier so einen Tisch. Hauen wir ruhig auf den Putz, dass das hier mal so ein bisschen... Dann machen wir das hier aber auch. So. Und dann nehmen wir unsere Tiles. Da unten geht das sicherlich nicht mehr. Doch, es geht. Das ist doch schön. Und dann, jetzt brauchen wir nur einen Carpenter's Hammer. Hatte ich den eigentlich noch? Müssen wir mal oben gucken, ob ich den noch liegen habe. Ansonsten craften wir uns einfach 9. Ich meine, komm, Leute, das ist ja jetzt nicht so schwer. Oder habe ich hier... Ach, Molly, du bist behindert. Ich bin behindert, meine lieben Freunde. Das gebe ich nun öffentlich zu. So, wir können jetzt folgendermaßen... auch nicht. Wo ist denn der Teppich? Da! Natürlich! Nichts lieber als das. Gut. Dann hauen wir uns den Tisch hier wieder hin und machen das Ganze hier und hier und hier und hier, und dann müssen wir das mal so machen. So. So muss es aussehen. Dann machen wir uns hier eine schöne Klopapier-Tapete. Nicht Klopapier, Klobürsten-Tapete. Und ja, die sieht dann schön aus. So. Und das Ganze hier wird, ja, eine Küche. Nur, dass Truhen jetzt vielleicht nicht das Beste sind, was hier reinpasst. Weißt du, ich möchte dann hier später das ganze Essen einmal reinsortieren. Ja, haben wir zum Beispiel... was kann man essen? Das ist zum Essen. Das kann ich mal eben in den Ofen tun gleich. Das ist Essen. Das ist Essen. So, und den Rest, den machen wir dann in den nächsten Tag, so wenn wir sortieren. Da kommt hier das rein. Weißt du? So, und dann haben wir bald unseren Witchery-Raum. Der wird dann hier so drinne sein. Sprich, wir bräuchten mal eben... Habe ich hier keine Crafting-Boxen? Hm. Sprich, wir brauchen mal eben nochmal... 2 Truhen. Und den Boden müssen wir ja vergrößern, sonst wird das nichts platzmäßig. So, dann holen wir das hier mal rum. So. Könnte man hier den Raum auch noch vergrößern später ein bisschen. Dann machen wir das hier so ein bisschen eckig. Weißt du? Und dann könnte man...
Weiß ich nicht. Machen wir jetzt mal hier eine hin. Eine einzelne. Und die kommt da rein. So. Dann kann man hier so Witchery-Stuff reintun. So, jetzt nochmal schnell die Pharaohs und dann mache ich meinen Cut wieder. Wir wollen nicht übertreiben. Hauen wir das hier rein. So, meine lieben Freunde, danke fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Take. Da gucken wir mal, ob wir uns hier so ein bisschen die Kühlung verschaffen. Und. Ciao. Aber zuerst werde ich das mal eben ausstellen. Ich hoffe, das war so. Nee. Also, genau. Na gut, dann meine lieben Freunde. Tschüss.